We are a group from master students from Hochschule für Musik here in Weimar, and we have a project that's called juLi im Juni, and it means junge Literatur im Juni. Es geht ja hier um junge Literatur und sich die anzugucken in einem wunderschönen Rahmen, wie jetzt hier in diesem Lichthaus-Kino. Ich glaube, es geht genau darum, dass wir Dinge selber machen, und genau das passiert an diesem Ort hier. Studierende sagen, wir schaffen selber hier einen Raum, wo wir unsere Ideen, die Literatur, die wir schön finden, die Kunst, die wir schön finden, wo wir die hier präsentieren. Und ich glaube, so verändern wir Gesellschaft. Das ist bereits das 17. Jahr hintereinander, und das ist eine gute Tradition hier mitten im Sommer. Und so wie in den vergangenen Jahren aus, die jungen Menschen kommen ja her und kommen ins Gespräch. Und das ist eben das Schöne, das Miteinander reden und nicht übereinander. Unter anderem mache ich Graphic Recording, das bedeutet so viel wie visuelle Protokollführung. Ich höre zu und zeichne das auf, was die Leute mir sagen. Ihr seht quasi um mich herum, gibt es dieses Bild, und das war der Gesprächsverlauf der Beitragenden von heute. Mein Name ist Janina Findeisen, und ich freue mich sehr, heute hier beim Literaturfestival in Weimar zu sein. Es ist, glaube ich, eine ganz besondere Veranstaltung, wenn man sieht, dass hier mit ganz viel Engagement einfach junge Leute versuchen, die Welt ein Stück besser zu machen. Und ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und habe mich sehr gefreut, vor allem hier zu sein. Ganz spannende Fragen und ganz spannende Diskussionen im Anschluss an die Lesung. Und ich hoffe, dass das Literaturfestival, das dieses Jahr zum 17. Mal stattfindet, auch noch weitere 17 Male stattfindet. Okay, das war juLi im Juni 2019. Wir sind als Projektteam absolut zufrieden. Das Wetter ist bombastisch, also es hätte nicht besser kommen können. Wir hatten 4 wahnsinnig spannende Lesungen mit anschließender Diskussion. Die Leute konnten sich vernetzen, austauschen, Empowerment. Und ja, ich würde sagen, wir sind gespannt aufs nächste Jahr. juLi im Juni 2020.